Liebe Zuseher und Zuseherinnen, nein, wir befinden uns nicht noch auf dem Weg zu unserem heutigen Interviewgast, sondern wir befinden uns schon in einem seiner liebsten Motive. Ich darf nämlich heute neben mir Marcel Winscher, besser bekannt unter Da Vinci, begrüßen. Herzlich willkommen. Grüß euch. Du hast ja mittlerweile 136.000 Follower auf TikTok. Wie bist du eigentlich zu dieser Plattform gekommen? Ja, es ist so entstanden, ich habe früher immer Zeit gehabt, was mir nicht so gut gegangen ist. Da habe ich eben leider ein bisschen Probleme gehabt eben mit meiner Psyche und so weiter. Und ich habe nachher eben die App für mich entdeckt sozusagen, habe einfach Videos gemacht und es hat mir halt Spaß gemacht. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass die Videos halt auch irgendwie interessant waren für die Leute. Und dann habe ich halt immer weiter und weiter und weiter gemacht. Und das war mein Weg aus der schweren Situation, die ich damals gehabt habe. Und dann ist es mir eigentlich im Endeffekt besser gegangen, weil ich einfach wieder Zuspruch von den Leuten gekriegt habe und mir die Leute einfach gesagt haben, eben, dass man auch, wenn es schwer ist im Leben, trotzdem Situationen super meistern kann. Das ist ja ein richtig schöner Ausgleich. Jetzt lädst du ja nicht nur ein Video hoch, sondern ganz schön viele. Was inspiriert dich für deine Videos und was kann man sich eigentlich vorstellen, wie lange dauert so ein Video? Ja, inspirieren lasse ich mich eigentlich von meinem eigenen Leben, vom Alltagsleben, generell von den Situationen, die so gerade so passieren sozusagen. Und ja, ein Video ist immer unterschiedlich. Es kommt jetzt darauf an, ich mache Comedies, ich mache Vlogs. Die Vlogs gehen natürlich teilweise ein bisschen schneller, weil du brauchst kein Drehbuch. Bei den Comedies, ja, ist halt einmal die Überlegung, was machst du, wie gehst du an, wie produzierst du das, dass es witzig ist. Und die Vlogs passieren im Endeffekt nebenbei, das ist nur die Nachbearbeitung eben mit Bild und Ton. Bist du selbst jetzt auch auf TikTok unterwegs und schaust dir Videos von anderen User und Userinnen an? Ja, eher selten, weil ich oft die Zeit nicht dazu habe. Ich bin bei der Feuerwehr, bin im Social-Media-Bereich, bin Busfahrer, bin auch zeitenweise im Eisenbahnverein tätig und habe auch noch Freunde, mit denen ich gerne unterwegs bin. Aber hin und wieder mal, wenn es einmal wirklich passt und ich habe wirklich einmal Zeit und trinke mal Kaffee, dann kann schon sein, dass ich mal reinschaue und ein paar Videos durchschaue von meinen Leuten, die ich selber folge auf TikTok. Ja. Ein gut ausgelasteter Mann also. Wie entscheidest du dir jetzt, was du von deinem Privatleben auch zeigen wirst? Du hast schon angesprochen, du machst häufig gern viel Vlogs. Genau. Wie entscheidest du, was dir zu privat ist vielleicht zum Teil und wo du sagst, das zeige ich den Leuten jetzt schon noch gerne? Ja, das kommt immer darauf an. Im Endeffekt sind es meistens die Dinge, die ich gern herzeige. Wenn ich jetzt irgendwas mache, so wie heute, wenn es ein Drehtag ist zum Beispiel, oder du bist jetzt irgendwo auf einem Ausflug im Tierpark oder so, das sind Sachen, die ich gerne herzeige. Oder jetzt Vlogs, wenn ich jetzt irgendwas koche zum Beispiel, einfach Sachen, was die Leute interessieren. Und ja, ich zeige jetzt nicht mehr, ich habe es ein bisschen eingeschränkt, ich zeige jetzt nicht mehr meinen kompletten Alltag, was ich jetzt von früh bis spät am Abend mache über den ganzen Tag, das will ich einfach nicht mehr, weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit für mich haben will und somit eigentlich nur mehr so Aktionen, die halt am Tag passieren. Gell? Mhm. Man hat jetzt häufig die Vermutung, dass man bei TikTok gerade wegen dem Algorithmus schon regelmäßig posten sollte, damit die Reichweite auch steigt. Verspürst du da auch manchmal einen Druck irgendwie, jetzt muss ich was posten und die Leute erwarten das von mir? Ich muss sagen, zwischenzeitlich habe ich das gehabt, dass ich mir selber einen extremen Druck gemacht habe. Ich habe aber im Endeffekt nachher das Gefühl gleich einmal gehabt, du, das passt nicht. Ich bin von dem Esel nachher runtergesprungen und habe mich wieder auf mich konzentriert. Mache lieber auch zwei Videos am Tag weniger und mir geht es aber besser. Im Endeffekt, ob ich jetzt ein Video mache oder vier Videos am Tag, ist komplett wurscht. Weil du hast einfach dein Content gebracht, die Leute sind glücklich, du bist glücklich. Und es ist oft besser, wenn du den Content eher mit Qualität statt Quantität bringst. Gell? Und ich habe das halt jetzt ein bisschen mehr eingeschränkt, einfach aus dem Sinn, einfach weil es dann einfacher ist mit dem ganzen Alltagsleben und immer noch selber sozusagen keinen Stress mache. Ja. Du sagst Qualität statt Quantität. Ja. Wie häufig kommt es vor, dass du ein Video komplett wieder löscht, weil du nicht zufrieden bist? Löschen tue ich es, glaube ich, gar nicht. Wenn eins wirklich einmal so gar nicht passt, dann lade ich es entweder gar nicht hoch. Und wenn es mir passiert, dann stelle ich es auf privat, weil dann sieht es ja keiner mehr. Aber das passiert ganz selten, gell? Weil ich
wenn ich ein Video bearbeite, ich schaue es mir von vorher an, bevor ich es hochlade. Das ist ja sehr gut, Qualitätskontrolle außer auch vorhanden. Genau. Jetzt weiß man ja auch von deinen Videos, dass das nicht dein Hauptberuf ist, sondern du bist ja eigentlich Busfahrer. Genau. Und sagst auch selber, das ist ein Traumberuf für dich. Wie bist du dazu gekommen? Ja, da ist mein zweites Zuhause. Nein, es ist so entstanden aus meiner Kindheit schon. Ich war immer schon so ein Elfi-Fan sozusagen. Als Kind bin ich schon immer mal rumgefahren in Österreich und habe die ganzen Busse fotografiert, die alten. Bin mit der Eisenbahn einmal rumgefahren, mit dem Opa damals, wie ich mit meinem Opa aufgewachsen bin, bis zu meinem 6. Lebensjahr. Das ist einfach schon über Bernbach-Gloss hätten Zug gefahren schauen. Und es war halt irgendwie so mein Highlight schon immer, gell. Und ja, ich hätte mir das selber nie gedacht, dass ich wirklich mal den Beruf als Busfahrer angehe. Aber ja, jetzt ist es passiert und ich muss sagen, es passt ganz gut. Das ist sehr schön, wenn man damit zufrieden ist. Jetzt bist du aber auch kein unbekannter Mensch mehr. Fährst du aber trotzdem da deine Strecke mit dem Bus? Wie oft kommst du denn vor, dass du erkannt wirst? Es kommt immer ganz drauf an. Durch das, dass ich immer ziemlich die gleichen Strecken fahre, kennen mich die Leute mittlerweile. Ja. Begrüßen mich, Fotos, nicht mehr so viel, weil sie mich einfach schon kennen. Aber am Anfang war es ganz schlimm, wenn ich in Hitzendorf vor der Schule gestanden bin. Hat es einmal wirklich auf 10 Minuten, 15 Minuten gedauert, bis das fertig war mit der Fotografiererei, weil sie wirklich Schlange gestanden sind vor dem Bus. Gell. Ja, jetzt kommt es ab und zu vor, wenn jetzt irgendeine Leute von der Umgebung oder von weiter her mich sehen, dass sie zukommen und Fotos machen oder am Hauptbahnhof öfter. Ja, also es, sagen wir, also es passiert täglich, es kommt halt immer darauf an, was ich mache, wie oft es dann im Endeffekt passiert. Und hast du das zwischenzeitlich auch vielleicht einmal als störend oder so empfunden, wenn du jetzt da 10 Minuten nicht weiterfahren kannst, weil die Kinder Fotos machen wollen? Störend habe ich es genau in einer Situation gefunden, das ist, wenn ich esse. Wenn ich jetzt irgendwo in einem Gasthäusl sitze und gerade mein Gover im Mund nehme mit meinem Schnitzel und dann kommt wer zu, ja, muss nicht sein, kann man vielleicht später machen, aber das sind die einzigen Situationen, wo es mich wirklich stört. Sonst bin ich da sehr offen, muss ich sagen. Sehr gut. Also für Fans und Fotos immer zu haben. Genau. Sehr gut. Jetzt ist es auch so, dass von Influencer und generell von Social Media schon viele Leute ja eigentlich leben und das als Hauptberuf haben. Könntest du dir das auch vorstellen? Würdest du das Busfahren aufgeben? Ich glaube nicht. Also ich muss sagen, ich fahre jetzt Teilzeit als Busfahrer, weil ich eben als zweiten Weg mein Social Media Weg habe. Aber ganz wegdenken kann er dem das Busfahren nicht, weil es eben schon mein Kindheitstraum ist. Gell? Und es gehört einfach zu mir dazu. Sehr gut. Ja, jetzt sagt man ja, ein Influencer braucht Authentizität und das wird dir ja auch wirklich häufig zugeschrieben, was ich so gelesen habe in den Kommentaren. Was würdest du denn sagen, macht einen guten Social Media Star aus? Einen guten Social Media Star macht genau eine Sache aus, eben die Authentizität, weil wer authentisch ist, ist auch ehrlich zu sich selber, sage ich so, wie es ist, und einfach dich nicht verstellen. Es gibt viele Influencer, die das Ganze ein bisschen in eine Story verwandeln, was echt umherkommt, aber nicht echt ist. Und es gibt sehr viele Kinder, die sich Influencer als Vorbilder nehmen, und die Kinder wissen aber oft nicht, dass das nicht echt ist. Die glauben, das ist in echt so und das ist es aber nicht. Gell? Und wenn du jetzt authentisch bist, dann nehmen sie die Kinder an Menschen als Vorbild und sehen das, was auch wirklich Sache ist, was auch wirklich passiert und was echt ist. Gell? Und deswegen, wenn jetzt einer Comedy macht, ist klar, das kannst du nicht echt machen, weil du brauchst ein Drehbuch, du musst dir was überlegen und das geht nicht in echt. Gell? Aber wenn du so Alltagsvideos machst oder generell solche Sachen, wie ich das mache, dann wäre halt Authentizität ganz wichtig. Wann war für dich der Moment, dass du erkannt hast, ach ja, jetzt bin ich schon bekannt und habe vielleicht auch diese Vorbildfunktion? Ja, gekommen ist es eben erst sehr langsam, bis ich draufgekommen bin. Hat es echt ein bisschen gedauert, muss ich sagen, weil du realisierst das nicht so schnell, was da eigentlich passiert, was du da für Reichweite hast. Realisiert habe ich es erst, wie die ersten Zeitungen auf mich zugekommen sind, die Pressestellen und so weiter. Hier kann man Bericht schreiben, dies, das, Radio und so weiter. Da hat es noch angefangen, wo ich das zum Realisieren habe angefangen. Und dann ist mir das irgendwo gekommen. Im Endeffekt, ja, weil früher, ich muss ja sagen, früher war ich Raucher, gell? Das wissen viele gar nicht. Ich habe vor eineinhalb Jahren habe ich noch geraucht. Ich war 8 Jahre Raucher. Und ich habe von Anfang an nie
eine Zigarette in einem Video zeigt oder in einem Livestream, eben weil ich nie wollte das Kind sehen, dass jemand raucht im Internet, weil sie sich eben dann als Vorbild nehmen, und das soll es eigentlich nicht sein, weil dann fangen Kinder vielleicht auch zum Rauchen und das wollte ich einfach nicht. Und durch das habe ich da immer sehr aufgepasst, auch mit Alkohol oder so weiter, dass man da im Endeffekt halt so gut wie nichts sieht. Gell. Haben die Fans hier einen positiven Einfluss auf dich gehabt? Auf jeden Fall. Jetzt hätte ich noch ganz zum Abschluss ein kurze Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Ich sage dir einfach zwei Begriffe oder Szenarien und du sagst mir spontan Entweder-Oder. Okay. Also, das erste ist Instagram oder TikTok. Und was muss ich... Einfach spontan, was dir lieber ist. Entweder-Oder. Instagram oder TikTok, was hast du lieber? Instagram. Landstraße oder Autobahn? Landstraße. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder ein Video hochladen oder 24/7 dein Leben live streamen müssen? Boah, gute Frage. Also ich glaube, ich würde kein Video mehr machen, obwohl es mir schwerfallen wird, weil es gibt so gewisse Situationen in meinem Leben, die ich einfach für mich haben will. Und ich kann, also 24 Stunden, das wer da ist, das kann er, glaube ich, nicht. Danke, das war's auch schon. Danke für deine Zeit. Gern. Und dann habe ich nur noch zu sagen, wenn Sie gern mehr von Marcel sehen wollen, dann schauen Sie gerne auf Social Media unter Da Vinci vorbei oder fahren Sie doch einfach öfters mal wieder mit dem Bus.